Hallo, 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 meine Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play FIFA 13 Ultimate Team. Ja, ich habe jetzt nur noch 14.000 Münzen, nichts mehr mit 100.000. Ich habe mir doch noch ein paar Packs gegönnt. Hat leider nichts gebracht. Ich habe jetzt mindestens schon 2.000 Packs in FIFA 13 geöffnet. Noch nichts Gutes. Ich habe mir das 24-Spieler-Set da gekauft, da das... am 1. Januar konnte man für 100.000 Coins oder 2.000 FIFA-Points das seltene 24-Spieler-Pack ziehen. Sprich, da waren 24 nur Spieler drin und alle waren selten. Und ja, da habe ich Juan Mata und Cesc Fabregas drin gehabt. Ja, und da habe ich mir wieder Päckchen gekauft mit den Einnahmen, die ich mit denen gemacht habe, was ich allerdings für einen Fehler gehalten habe. Und wir spielen jetzt gegen einen mit einem italienischen Team. Buffon, Chiellini, Lichtsteiner, Pirlo, Marchisio, IF, Di Natale, der andere ist Bonucci, IF, da Arturo Vidal, Giovinco, der Linksverteidiger ist, glaube ich, Criscito, den anderen Innenverteidiger, den kenne ich nicht. I don't know. Ja, und ich bin wieder Liga 2. Ja, ich bin wieder abgestiegen. Ja, ich habe mir doch noch zweimal eine Saison gegönnt, ohne aufzunehmen, in der obersten Liga. In der ersten Saison wurde ich dann glatt wieder Meister, ohne Niederlage. Beim zweiten Mal, so wie immer, nachdem ich Meister werde, bin ich abgestiegen. Bin ich hochkant abgestiegen. Also, sprich, zuerst... Ja, es ist Bonucci, ist es, nicht Criscito. Also immer wenn ich in der obersten Liga, beziehungsweise Liga 1, Meister werde, steige ich in der folgenden Saison dann ab. Ja, und das ist wieder passiert. Ich habe da ja dann 8.000 Münzen bekommen, inklusive Dingens, Premium Goldset, das man bekommt, wenn man Meister wird. Und da stürmt er mit Di Natale auf Stund, der Di Natale hat einen guten Schuss. Und dann gibt es Foul, gelbe Karte für Santana. Sehr viel Glück für uns. Sehr viel Glück für uns. Ja. Das wäre nämlich das 1:0 für den Gegner gewesen. So, er macht einen kurzen Freistoß, der allerdings abgefangen wird. Und jetzt trenne ich mal mit Pato und Pirlo. Der Pirlo ist schnell, Alter. Wäre der wirklich so schnell, würde er nicht nur 20.000 Coins kosten. Ach du Scheiße. LOL. Habe ich schon gedacht, ja, stellt sich mein Team extra wieder mal dumm an für mich. Und ja, ich habe wieder News für mein Bundesliga-Team. Ich hatte in einem Pack-Opening, ich hatte ein Bundesliga-Team, so mit Neuer, Reus, Götze, Philipp Lahm. Das wurde allerdings gehackt. Da habe ich vor 2 Monaten ein Ticket erstellt, da haben sie mir gesagt, ich bekomme das zurück und das... Oh, ja, habe ich wieder angerufen heute. Also ja, heute ist der 2. Januar. Habe ich angerufen und gefragt, ja, wann bekomme ich denn endlich mein Team zurück? Da wurde mir gesagt, ja, bald. Das haben sie mal vor 2 Monaten schon gesagt. Ich werde dann, wenn ich das Bundesliga-Team habe, werde ich es verkaufen. Das gibt mir dann wahrscheinlich etwa... 250.000 Coins, die ich dann alle behalten werde. Vielleicht werde ich ein Pack-Opening machen mit 150.000 Coins. Ich weiß es noch nicht. Ich denke, nicht. Ah. Ja, abseits. Oder? Ja, das ist schon... Für fußballerische Verhältnisse ist es ein klares Abseits. Und irgendwie, mein Gegner hat die besseren Chancen, obwohl ich auch schon eine gute Chance hatte. Und er kann Tricks. Nee, da, ja, gegen Santana. Ah, was macht ein Ramirez da? Ich möchte mir sowieso dann irgendwann mal den Diego IF kaufen, statt Ramirez, weil der liebe Ramirez... verliert sehr schnell die Ausdauer und da kann ich ihn so als Joker für das zentrale Mittelfeld mal kurz vor Schluss immer bringen. Statt gegen Luis Gustavo, der doch nicht so viel Pace hat. Gut, er ist auch kein seltener Spieler, aber trotzdem. Ja, so, come on.
Ein Serie A-Team wäre, glaube ich, gar nicht mal so teuer. Vidal bekommst du... Ja, das ist natürlich wieder ein Foul gewesen, natürlich. Vidal bekommst du heutzutage für... Ja, maximal 5.000 Coins. Pirlo für 15.000 bis 20.000. Der hat 87. Buffon, der ist teuer. Buffon ist etwa 100.000 wert. Vermute ich mal. So zwischen 100.000 und 120.000. Also so wie ein Hugo Lloris ist er. Und ja, zum Beispiel Marquisio bekommst du, also ohne IF, den bekommst du auch dafür maximal 20.000. Chiellini, weiß ich nicht. Di Natale ist noch 50.000 wert. Giovinco um die 10.000. Na gut, so billig wäre es jetzt auch nicht. Und das ist das 1:0 von Antonio Di Natale. Ja, Di Natale ist ein Monster. 85 Pace, 85 Schuss. Das ist wirklich ein Biest unter den Biestern. Ja, wahrscheinlich wie letztes Mal das erste Meisterschaftsspiel werde ich verlieren. Ich hoffe nicht. Weil ja, das Ziel dieses Let's Plays ist ja Meister zu werden in Liga 1. In der Aufnahme, weil wenn ich aufnehme, dann gerade eine ganze Saison am Stück wahrscheinlich. So, komm, Lukas. Das ist doch Freistoß für mich, oder? Ja, eben. Würde ich auch sagen. So, Kaka. Das ist ein bisschen zu fest. Ja, das ist zu fest. Der war zu fest. Tja. War ein bisschen weit weg, aber... Whatever. Ich gewinne trotzdem noch. Ich habe immer gute Comebacks. Ich mache ein Tor, wenn es unerwartet ist. Ah, fast wäre ich durchgekommen. Genau so was meine ich. Normalerweise würde man da nicht durchkommen, aber manchmal schaffe ich es doch. Hey! Ja, nee, ich berühre den Gegner und es ist faul. Der grätscht mich von hinten runter und es ist kein Foul. Pato! Mach den Balotelli nicht, aber ich sag's doch, ich mach das Tor, wenn es unerwartet ist. Eigentlich ein verdammter Flop von Buffon. Ja, auch die Besten machen Fehler. Auch ein Buffon kann Fehler machen. Und jetzt sage ich euch, jetzt geht's los. Ah, du scheiß Schiedsrichter, steh mir doch nicht immer im Weg. Der Schiedsrichter steht mir, egal wie, immer im Weg. Jedes Spiel steht mir ein Schiedsrichter im Weg. Das ist normal bei mir. Bei meinem Pech in FIFA. So. Weiter geht's. Ja, Hulk ist nicht so ein sonderlich guter Einkauf gewesen. Weil er macht nicht viele Tore. Es steht, er hat 90 Pace, was man irgendwie nicht merkt. Seine Ausdauer geht auch ziemlich schnell mal weg. Nicht so wie bei einem Pato, der kann 10 Spiele, könntest mit dem am Stück spielen und seine Fitness wäre immer noch auf 80. Der verliert etwa pro Spiel maximal 2 Fitness. Keine Ahnung, wie er das schafft. Am Ende des Spiels ist er immer noch gleich schnell wie anfangs, sprich die Ausdauer ist immer noch genau gleich wie am Anfang. Nicht so wie bei einem Ramirez. Und Basie, man sieht, mein Gegner hat 60% Ballbesitz. 60%. Normalerweise sind das Stats von mir. Ja, und das war, ja, wie gesagt, Ramirez. So, und jetzt pfeif mal ab, ey. Es ist ja klar, dass er dann erst wieder abpfeift, wenn ich wahrscheinlich den Ball habe. Dann lässt er den Gegner immer in der 45. noch ein Tor machen. Ich kenne das nur zu gut. Ja, was habe ich gesagt? Was soll die Scheiße? Ich hab's gesagt. Das ist wieder so ein scheiß Lacker-Goal. In der 45. Ja, jetzt pfeift er dann ab, ihr seht's. Jetzt pfeift er dann gleich ab. Zack! Ja, immer warten, bis der Gegner noch ein Tor macht. Ja. Wir sind alle gegen den Swiss Akuyaku LP. Wir sind alle gegen ihn.
So, und jetzt kannst du gleich mal hier fucking Locker haben. Ja, 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 ich rage jetzt mal. Aha. Alter, scheiß EA, scheiß EA. Gib mir mal mein Bundesliga-Team und verarsch mich nicht die ganze Zeit online. Und das ist mein verdammter Scheißwecker, den ich jetzt dann mit dem Hammerball zertrümmere. Mann, 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 scheiß EA. Hauptsache, die machen immer so lange Nachspielzeit, bis der Gegner ein Tor macht. Es ist wieder klar gewesen, es war klar, dass es passiert. Ich hab's gespürt. Diese verdammte Kacke. Diese verdammte Kacke, ey. So, jetzt bringt er Kwadwo Asamoah, heißt er, glaube ich. Ja, und natürlich steht er eben wieder mit dem ersten Fehlpass. Und das ist natürlich auch kein Foul, ne? Er checkt ja meinen Spieler nur weg. Und jetzt mal war das Bastos mit dem Fehlpass. Es ist typisch. Ich ziele mit dem Stick ganz... Macht keine Ahnung, wo den Pass hin. So, aber jetzt, komm. Ja! Kaka! Mach den Balotelli. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Ja, the King of Dribble. Nix the King of Dribble. Jetzt antwortet er dann auf fucking Locker, you too. Ja, das war Glück. Ich hab das Glück auch mal verdient. Ja, your fucking mother is lucky, bitch. Oh yeah. Bitch, please. So, Ramirez. Marcelo. Was macht Ramirez denn da außen? Ja, das war eine sensationelle Flanke, lieber Ramirez. Jetzt fehlt er natürlich in der Mitte. Aber ich glaube, das ist Bastos, der da jetzt in der Mitte am Aushelfen ist. Nix, Quagliarella. Santana einfach mal... Ja, das war sensationell. Du musst den Ball zu den eigenen Spielern bringen, Kollege. Ja, da wollte er mich schon vernaschen da. Was soll das? Stoßen von hinten ist ein... Oh! Na gut. Oh, Diego Alves. So, jetzt steht euch nicht im Weg, verdammt nochmal. Standen wieder 5 Spieler von mir da. Lauf doch! Was bist denn du für ein Stürmer? Ein Stürmer weiß, wann er laufen muss, Kollege. Mann, 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 Mann. Siehst du, so wie Pato. Genau so wie Pato. Zack! Oh my goodness, wie ich den ausgekontert habe. Kontert, das ist eine Stärke von mir. Ja. Na? Bin ich immer noch ein Lacker? Das war jetzt Skill. So, ich spiele jetzt ein bisschen defensiv. Ja, was machst denn du? Hallo? Jetzt spiel mal. Leck mich doch am Arsch. Leck mich doch am Arsch, ey. Jetzt wechselt er, jetzt bringt er dann noch mehr Pace-Huren. So wie ich. Ich habe auch Pace-Huren, aber nicht auf Ersatzbank. Doch. Jorge Henrique. Jorge Henrique ist, ja gut, Jovinko, der hat glaube ich 200. Balotelli. Balotelli. Balotelli macht kein Tor gegen mich. Ich habe noch nie ein Tor von einem Balotelli bekommen. Noch nie. Und ich habe einige Male gegen Balotelli gespielt. Ja, was macht denn der DD da? Balotelli, jetzt mache ich extra noch mehr den Balotelli-Jubel, wenn ich noch ein Tor mache. Come on, Marcelo, Marcelo, Marcelo! Ja, Ballhandling, no problem. We don't need it. We don't need it, we don't need it. Cavani? Den habe ich auch mal gezogen. Der ist hat 86 und ist gerade mal 17.000 Münzen wert. 17.000, den 86er. Da ist der Reus mit 84 noch mehr wert.
Ich sag ja, Balotelli macht. Balotelli macht kein Tor gegen mich. Schalalalala. Jetzt mache ich wieder eins dafür. Ja, ja, Samoa. So, jetzt wieder. Pato. Lol. Da kommt er schon, mit zwei Spielern gegen Pato. Ah. Hallo? Du hast ein Bein. Dann steck das dahin, damit du den Ball bekommst. Noob, du Anfänger. Okay, nein. Pato ist kein Anfänger. Er hat da 3 zu 2 geschossen. So, weg mit dem scheiß Ball. Pato! Mach mal wieder einen richtigen Pass. Ja, genau, so, das ist auch gut. Was soll das? Ja gut. Run, Baby, run. Da ist Lukas. Da stand Lukas ganz alleine und er spielt zu Kaka. Er spielt ernsthaft zu Kaka. So, komm jetzt, Marcello. Lukas. Komm schon, Pato. Lukas. Nochmal Pato. Oh. Hast du noch nie einen Ball angenommen oder was? Und warum gewinnt Cavani ein Kopfballduell gegen Santana? Jetzt kommt er mit Balotelli. Was? Lol, da kann doch nicht sein. In der 80. dieser kleine Hurensohn. Marcello hat genau gleich viel Pace wie der scheiß Balotelli. Warum kann er, ist er denn nicht schneller? Der muss doch schneller, oder ja, gut schneller. Er muss ihn wenigstens ein bisschen aufholen. Alles klar, was war das für ein Pass, ey? Mann, Mann, Mann. Sehr gut, Bastos. Sehr gut. So, komm jetzt. Kaka, du hast einen guten Schuss. Oh. So, come on, Bastos. Warum kommt denn der immer mit dem Torwart raus? Und wehe, der macht jetzt dann noch ein Tor. Dann schreibe ich ihm live, was für ein Son of a Bitch er ist. LOL! Was soll das? Come on! Was? Halt doch deinen scheiß Kopf hin! Was soll denn das? Warum kann er mir von hinten den Ball wegnehmen? Von hinten! Ja, ist klar. FIFA-Logik wieder einmal. So, der kommt ein bisschen weiter. Mann! Eine Minute Nachspielzeit. In dieser einen Minute bekomme ich ein Tor. Ich weiß es. Ich weiß es ganz genau. Was soll die Scheiße, Mann? Scheiß Balotelli. Scheiß Balotelli, ey. Was soll das? Verliert Marcello. Ja, ich hab das Tor gesehen, du kleiner Wichser. Ich hab, mein Gott, wieder dieses Scheißglück, das meine Gegner haben. Dieses verdammte Scheißglück. Weißt du, aber meine Spieler zu dumm, um die Birne hinzuhalten bei einem Kopfball. Zu dumm, um ihre behinderte Birne hinzuhalten. Was machst du da? Mann, ey. Mann. Was soll das? Ich schreib dem Wichser jetzt. Simplemente, Paco, ¿qué te ha parecido el partido? Lo que atibaró, un final trepidante. Creo que nadie se esperaba ese gol. Parecía que los dos equipos ya se conformaban con... ¡Mane! Han sabido tumbar a sus rivales justo cuando... Get real life and learn to play. You motherfucking...
Asshole, you fucking locker. Get friends and learn to play. Meine Güte, das gibt's doch nicht. Fick deine Scheißmutter. Mein Gott, you fucking son of a bitch. Dieser scheiß Balotelli. Dieser scheiß Balotelli. Da gibt's doch nicht. Da könnt ihr nicht machen. Das könnt ihr nicht machen. Das könnt ihr einfach nicht machen. Nee. So, jetzt mach mal, du verdammter Hurensohn, ey. Ja, Kaka, Mann des Spiels. Fick doch deine scheiß Mutter, ey. Ohne Witz. Suck it, Noob. You motherfucking son of a bitch. Suck my dick. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.